Herr Elfinger, Sie sind Ausbildungsbegleiter bei der Handwerkskammer Berlin und haben die dortige Azubi-Akademie aufgebaut, inzwischen zusammen mit einer Kollegin. Die Azubi-Akademie der Handwerkskammer Berlin ist ganz vorne dabei, wenn es um Angebote der Grundbildung im Lesen, Schreiben und mathematische Grundbildung für Auszubildende und auch Beschäftigte geht. Wir von Arbeit und Leben konnten mit Ihnen verschiedene Grundbildungsangebote entstehen lassen. Wir sprechen jetzt über einen Kompetenztag für Auszubildende, den die Azubi-Akademie betrieben und Auszubildenden erstmalig angeboten hat. Sie haben dafür 20 Auszubildende eines Gewerks zu einem Kompetenztag eingeladen und in einer Workshop-Situation haben sie unter anderem Grundbildungstests gemacht. Worum ging es da? Die Idee des Kompetenztages war, die Unterstützungsmöglichkeiten für Auszubildenden im Rahmen der Azubi-Akademie natürlich erstmal sichtbar zu machen, aber eben auch die Grundbildungsniveaus, nenne ich das jetzt einfach mal, einzelner Auszubildenden im Lesen, Schreiben und Rechnen auch mal reinzugucken. Keine Diagnose, sondern sich eben auch einen kleinen Einblick zu verschaffen. Und eben dann die Unterstützungsbedarfe zu erkennen und in Einzelgesprächen auch mit den Azubis dann nochmal zu besprechen. Die Kompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen reichen also nicht bei allen Auszubildenden aus, um problemlos durch die Ausbildung zu kommen. Am Kompetenztag haben Sie unter anderem einen kleinen Mathe-Test gemacht. Was hat er gebracht und was folgt nun daraus? Wir haben ja 20 Auszubildende an diesem Kompetenztag da gehabt und anhand dieses Workshop-Mathe-Tests und auch des schriftlichen Mathe-Tests, den wir mit euch entwickelt haben, konnten wir uns einen leichten Einblick verschaffen, ob jemand eben einen Grundbedarf zum Beispiel in Mathematik eben hat. Und es gab ja auch welche, die das eben nicht hatten, die das super abgelegt haben. Und bei denen das nicht so gut geklappt hat, hatten wir eine super Gesprächsgrundlage, um eben nachher im Nachgang in Einzelgesprächen eben zu sagen, Mensch, wie sieht's denn aus? Wir hätten da ganz viele Angebote, Mathe-Crashkurse, Azubi-Akademie oder willst du mit uns in Kontakt bleiben? Das könnte vielleicht später mal irgendwie oder auch jetzt schon eine Herausforderung werden. Und das wurde sehr, sehr gut angenommen. Was denken Sie, sollte die frühe Erfassung von Grundbildungsbedarf bei handwerklichen Auszubildenden systematisch erfolgen? Also wir erkennen einen hohen Grundbildungsbedarf, den erkennen wir. Und wir versuchen natürlich mit vielen Angeboten in der Azubi-Akademie, Sprachförderung, Lese-Schreibwerkstatt, Mathe-Crashkurse, Physikgrundlagen, viel anzubieten. Aber das Ganze ist natürlich auch immer eine Ressourcenfrage. Ja, also wir können viel anbieten und wir werden sehr, sehr gut angenommen. Zum Schluss etwas provokant gefragt, ist Grundbildung Aufgabe der Handwerkskammer? Grundbildung fällt nicht in die direkten Aufgabenbereich einer Handwerkskammer. Allerdings sehen wir den Bedarf und bevor wir jetzt warten, bis sich irgendjemand freiwillig meldet oder sich ein Wunder ergibt, dass sich diese Probleme und Herausforderungen von selbst lösen, bieten wir einfach Unterstützung an und versuchen eben auch Ausbilderinnen und Ausbilder und Azubis in der Ausbildung eben auch zum Erfolg zu verhelfen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Elfinger.